Einen wunderschönen guten Tag. Wir wollen heute in C eine weitere Möglichkeit sehen, wie man Daten darstellen kann, wie man Daten speichern kann. Wir haben ja schon gesehen, es gibt elementare Datentypen, wie zum Beispiel ganzzahlige Datentypen oder Gleitkommazahlen. Es gibt auch zusammengesetzte Datentypen. Wir haben die Felder gesehen, sehr populär. Wir haben diese Structs gesehen, wo man Datentypen verschiedenen Typs dann auch in einem gemeinsamen Container darstellen kann, neben diesem Struct, das dann im Objekt orientiert neben zur Klasse geworden ist, wo man dann auch eben Methoden gemeinsam mit den Daten dann dargestellt hat. Und ja, wenn man jetzt diese Instrumente zusammennimmt und auch das Konzept des dynamischen Speichers verwendet, dann haben unsere Väter der Algorithmen und Datenstrukturen sehr interessante Konstruktionen daraus gebaut. Gell? Und die populärste oder eine populäre ist die Liste. Gell? Und was ist denn jetzt die Liste? Die Liste ist ein dynamischer Datentyp oder dynamische Datenstruktur, die wir verwenden können, um eben Elemente eines bestimmten Typs, also wie bei den Feldern, man verwendet hier normalerweise eben Elemente von einem Typ, die geht man hier dynamisch verwalten. Das heißt, es wird der Speicher erst reserviert, wenn man ihn braucht für ein Element, und dann, wenn man ihn eben nicht mehr braucht, wenn man das Element löscht, dann wird der Speicher dann wieder auch freigegeben. Und wie kann man das machen jetzt so ganz dynamisch? Also da kann man jetzt nicht mehr einfach so einen Block nehmen. Also es gibt auch solche, die gehen für Felder dann einen dynamischen Block reservieren. Und dann, wenn es größer ist, sagen sie, ich brauche mehr. Also wenn ich Objekte habe, dann kann ich das vielleicht sogar implementieren. In C als Angebot haben wir da also nicht wirklich die Lösung dafür. Also es gibt da schon Malloc und Calloc, und da versucht man dann das wachsen zu lassen, oder es geht nur wachsen zu lassen, wie viel wir eigenen Speicher haben und so weiter. Das ist dann nicht so toll. Ist dann auch nicht allgemein gültig. Aber was geht, ist Folgendes. Wenn wir für jedes Element, das wir irgendwo speichern wollen, getrennt einen eigenen dynamischen Speicher anfordern, dann geht es. Solange wir Speicher bekommen, funktioniert das. Und das ist die Idee der Liste. Und wenn wir da mal hineingehen, also Listen haben dann sogar unter Wikipedia einen Artikel bekommen, und da schreiben sie eben, das ist eine dynamische Datenstruktur, also die eine geordnete Speicherung von Daten Elementen erlaubt dann. Und eben die Anzahl der Objekte, die muss man vorher nicht kennen. Also die Liste, die wächst dann eben zur Laufzeit. Und wie schaut denn das dann aus, wenn wir da mal hinuntergehen? Da gibt es mehrere Sachen, und das erste, das ist eine einfach verkettete Liste. Und jetzt schauen wir, was hier das Einfache ist. Also auf jeden Fall, eine Liste wird oft so dargestellt. Haben wir hier ein Beispiel, wo wir ein Listenelement haben, das eine Zahl darstellen kann. Das könnte ein Integer sein oder ein Char. Und was haben wir noch? Wir haben einen Zeiger. Ein Zeiger auf das nächste Listenelement. Und was haben wir hier? Hier haben wir wieder eine Zahl. Könnte wieder ein Integer sein. Auf jeden Fall, wir sehen, die Nutzdaten sind vom gleichen Typ normalerweise. Weil sonst, wenn man das so läuft, weiß man nicht, was man in der Hand hat. So, und ganz am Ende sehen wir hier ist das so dargestellt, das ist ein Null. Also das ist ein Zeiger auf Null. Das heißt, der letzte Zeiger beinhaltet keine Adresse auf etwas, was dann ein Element darstellt, sondern der letzte, den Zeiger, den wir hier haben, der beinhaltet Null. Und
Jo, was sehen wir hier? Um eine solche Liste zu bauen, brauchen wir ein Strukt, gell? Weil wir brauchen einmal die Nutzdaten und zum anderen einen Zeiger auf das nächste Element, gell? Und das ist das Konzept, gell? Wir haben also in jedem Glied dieser verketteten Liste, gell? Haben wir einmal die Nutzdaten unseres Elementes, also die wir speichern wollen, plus einen Zeiger auf das nächste Element. Und was brauchen wir jetzt noch? Wann entstehen die? Die entstehen, wenn man Daten irgendwo in die Liste einfügt, gell? Und was müssen wir jetzt aber haben? Wir müssen einen Zeiger auf dieses erste Element irgendwo haben. Wir müssen also in unserem Programm einen Zeiger haben und dieser Zeiger, gell, der beinhaltet dann eine Adresse. Und die Adresse worauf? Auf dieses erste Element, gell? Jemand sagt auch, das ist der Kopf der Liste. Und wenn ich mal darauf zugreifen kann, dann kann ich eine Adresse benutzen, gell? Hier drinnen, die beinhaltet dann die Adresse des Nächsten. Und vom Nächsten kann ich dann mit der Adresse, die ich auch habe, auf den Übernächsten zugreifen, bis ich beim Letzten bin. Und beim Letzten steht hier in diesem Zeiger drinnen ein Null. Und dann weiß ich, jetzt bin ich am Ende. Hier geht es nicht mehr weiter, gell? Mhm. Ja, das, so kann man es zeichnen, gell? Schön, gell? Und jetzt kann man damit Dinge machen mit diesen Listen, gell? Ich habe hier zwei, drei Dinge zusammengeschrieben, gell? Was kann man machen, gell? Also, mal zuerst, es werden Elemente eines bestimmten Typs gespeichert, gell? Das sind die Nutzdaten. In diesem Beispiel sind die Nutzdaten Zahlen, gell? Okay, also einfache ganze Zahlen. Dann haben wir die Eigenschaft, dass wir den Speicher für dieses Element erst bei Bedarf reservieren. Wir machen also malloc, weil für das Erzeugen eines solchen Elementes, wenn wir es brauchen. Gell? Dann, man kann Elemente suchen und die Nutzdaten dann auch irgendwo zurückgeben. Gell? Also, man kann also hier suchen und schauen, ob man hier etwas findet. Gell? Wenn man also bestimmte Zahlen hat, sagen wir suchen jetzt die Zahl 5, gell? Schauen wir, wir beginnen wo? Wir beginnen von vorne, gell? Und dann müssen wir fragen, bist du 5? Und dann sagt er, nein, ich bin 12, gell? Nichts, gehen wir weiter. Fragen wir, bist du 5? Nein, ich bin 99, gehen wir weiter. Bist du 5? Nein, ich bin 37. Wollen wir weiter? Ups, da steht Null drinnen. Nix. Also bei Null können wir nicht suchen. Dann können wir sagen, so, Schluss, tschüss, fertig. Geil, 5 nicht gefunden. Geil, also müssen wir zurückgeben, nicht gefunden. Geil, geil. Also, was ist denn jetzt aber das Umständliche? Geil, also man muss dann bei einer solchen Liste linear durchsuchen, gell? Man muss also die Liste durchsuchen, bis wir am Ende sind, gell? Wenn man die Liste geordnet hält, wenn man hier also sagen würde, 12, 37, 99, das muss eine bestimmte Ordnung haben, dann könnte man dann auch sagen, okay, ich suche, bis ich das Element gefunden habe, das also größer ist als ich, gell? Und wenn ich also mich nicht gefunden habe, gell, dann weiß ich, brauche nicht weitersuchen, sind alle dann größer als ich, gell? Also könnte dann in bestimmten Fällen auch nützlich sein, gell? Ja, also ich kann also suchen und den Inhalt dann lesen und irgendwo zurückgeben dann auch, gell? Also, so, was kann ich noch machen? Wenn ich ein Element nicht mehr brauche, dann kann ich es löschen, gell? Und was bedeutet aber löschen? Löschen bedeutet, dass ich das Element dann auch freigebe. Ich muss ein Free machen. Ich kann das nicht herumliegen lassen. Gell? Und wer muss das machen? Richtig, die Programmierer. Gell? Die Programmierer müssen das Free machen. Gell? Also wenn ich in dem Fall zum Beispiel das Element mit dem Inhalt 12 löschen möchte, gell, dann muss ich was machen, dann muss ich sagen, okay, das muss ich löschen, okay, also, wenn ich das durchlaufe, gell, finde ich es gleich, das ist da, das erste, gell, wenn ich das jetzt freigebe, muss ich auf etwas achten.
Ich muss den Kopf auf das Zweite zeigen lassen. Weil wenn ich das freigebe, dann gebe ich auch diesen Zeiger hier aufs Nächste frei. Und dann habe ich keinen Zugriff mehr auf den Rest der Liste. Und das will ich ja nicht. Ich will ja nur das Erste freigeben. Gell? Mhm. Gell? Also brauchen wir einen Zeiger, der uns hier das Zweite festhält, auf das Zweite zeigt, und dann können wir das Erste freigeben. Und am Ende, wenn wir das Erste freigegeben haben, müssen wir den Kopf der Liste, gell, diesen Zeiger hier auf dieses zweite Element zeigen lassen, und das wird dann zum neunten ersten Element. Gell? Mhm. Also da muss man ein bisschen aufpassen, gell? Also das ist dann fehleranfällig. Gell? Mhm. So. Und ja, die einzelnen Elemente der Liste werden mit Zeigern verkettet. Gell? Und ja, man hat also hier was, man hat einen Strukt, und in diesen Strukt, gell, gehen wir zum einen die Nutzdaten speichern und zum anderen die Zeiger. Gell? Und die Nutzdaten in unserem Fall sind sehr einfach, sind Ganzzahlen, also haben wir eine Struktur mit zwei Elementen dann. Gell? Jo, und wenn wir das mal anschauen, gell? Beispiel da, also wir haben die Struktur, gell? Und ja, die Struktur Listenelement, gell? Oder Listenelement S mit dem Inhalt eines Integers, gell? Und dann der Zeiger aufs Nächste, gell? Und die Frage ist, welchen Zeiger nehmen wir, gell? Was könnten wir hier als Zeiger verwenden? Und das, was hier geht, ist, wir können den Zeiger vom Typ Strukt Listenelement S verwenden, und das ist dann das, der Zeiger, der aufs Nächste zeigt. Gell? Und jetzt muss man da aufpassen, das ist eine rekursive Deklaration eines Datentyps. Gell? Warum? Weil wir innerhalb der Struktur, die wir hier erklären, was der Nächste ist, und zwar durch die Erklärung der Struktur. Ich habe also in dem Moment, bin ich dabei, die Struktur durch sich selbst zu erklären, durch einen Zeiger auf so etwas, wie sie selbst ist. Und das ist eigentlich der einzige Fall, wo es möglich ist, gell, so etwas Rekursives dann in C zu deklarieren. Gell? Also ich kann zum Beispiel nicht sagen, ah ja, wenn ich drunter einen Datentyp habe, verwende den dort oben. Gell? Nein, der muss schon bekannt sein. Und in dem Moment ist diese Struktlisten S ja noch nicht mal fertig deklariert, und schon verwende ich es, um einen Zeiger auf Next zu deklarieren. Gell? Und ja, das ist jetzt eine, das ist eigentlich eine interessante Sache dann. Gell? Ich kann noch was machen, ich kann rundherum ein TypeDef bauen. Gell? Also TypeDef für diese Struktur da, und nenne den Typ dann Listen D. Gell? Ja, das wäre jetzt ein Datentyp zur Darstellung eines solchen Elementes in der Liste. Gell? Mhm. Ja, also das ist eine einfach verkettete Liste, gell? Was wir hier gesehen haben, man könnte auch eine doppelt verkettete haben, wo man dann in beiden Richtungen hier die Liste durchlaufen kann, gell? Was muss man dabei beachten bei der doppelt verketteten Liste? Es gibt einen Zeiger in beide Richtungen, gell? Also next und davor, gell? Also das nächste und das vorhergehende, gell? Das ist die doppelt verkettete Liste, gell? Mhm. Aber uns interessiert jetzt mal die einfach verkettete Liste und nicht die doppelt verkettete Liste, gell? Ja, was wollen wir jetzt dabei machen, gell? Wir wollen eine solche Liste verwenden, gell? Und zwar zur Darstellung der Daten für unseren Stack. Weil wenn ihr euch erinnern könnt, wir haben gesagt, wir programmieren einen Stack mit einem Feld als Speicher. Gell? Das ist jetzt ganz fein. Das Problem ist, wenn dieser Stack wächst und wächst und wächst und noch größer wird. Gell? Und dann hat einer mal gesagt, ja, warum nehmen wir ein Feld? Wir könnten doch eine Liste nehmen. Gell? Und das machen wir. Wir machen also ein Stack-Modul und verwenden eine Liste zum Speichern der Daten. Gell? Also Push und Pop, das bleibt alles erhalten. Gell? Und
der Speicher ist nicht mehr ein Feld, sondern der Speicher wird dann eine Liste. Gell? Ja, das wollen wir programmieren. Gute Arbeit.